und willkommen auf unserem Kanal. Wir sind Sydney und Ivy und wir packen heute die Nihonbox auf. Und was heißt guten Tag auf Japanisch? Konnichiwa. Und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, denn Konnichiwa heißt übersetzt guten Tag. Und dann schalten wir jetzt mal. Packen wir mal die Nihonbox aus. Hallo zusammen. Weil das passt, weil jetzt heute das japanische Thema ist. Genau. Für uns, weil wir die Nihonbox auspacken. Es ist April 2019, also haben wir hier die Aprilbox. Ja. Und ich hoffe, diesmal ist dann was zum Thema Sakura drin. Ja, Hanami. Letzte Box hatte ich das schon Hanami, gedacht. Ja, Hanami. Und da war aber nichts dabei. Und letztes Jahr haben wir es so coole Sachen in der Box gehabt, wie zum Beispiel den Baum, der ja aufgeblüht ist in rosa. Eine ganz tolle Schüssel war mit dabei. Ja. Und ich hoffe, hoffe, hoffe. Ich wünsche mir ganz doll, dass jetzt auch sowas drin ist. Oh, Sakura-Bild. Ja. Gucken. Schnell. Oh, es ist. Guckt. Mein Thema. Oh, ich freue mich so. Hanami. Kirschblütenzeit. Super. Ja, Hanami. Ach Gott, wie niedlich. Ey, die ist ja süß. Oh, Hanami extra. Oh, wie schön. Ach, cool. Und zeig mal, was die hier für Ohrringe hat. Kirschen. Ja, Kirschen. Ja, Hanami-Kirschen. So cool. Ach, ist die niedlich. Aber ich muss mal gucken, was das für ein Charakter ist. Aus welchem Anime. Ach, so schön. Cool. Und hier hat sie noch so eine süßen Blätter drauf. Jawohl. Ach du meine Güte. Ich kann es nicht lesen. Taito. Was hast du denn da? Erzähl's mal. Oh, Sydney, guck mal. Haben wir da nicht schon wieder so eine mega coole Figur? Ja, oh, die haben wir bisher. Die haben wir bisher in den letzten immer Paketen war ständig eine dabei. Oh, die Schüssel. Ich will die Schüssel auspacken. Du kannst die Figur holen. Oh, die ist bestimmt so schön. Das wird bestimmt wieder so eine coole Schüssel sein wie letzten. Letztes Jahr hatte ich auch so eine schöne Schüssel. Oh, ich gucke hier noch nicht rein. Das war auch letztes ja Jahr wieder drin. Das die nur Kekse. Mit den Blumen. Ja, die waren auch total cool. Ach, guck doch mal. Sakura Kahoru. Oh, so schön. Soll ich dir dabei helfen, Sydney? Nee. Nee? Na gut, dann mache ich hier mal die Kekse auf. Oh, freue ich mich. Das ist ja voll mein Thema. Oh, so schön. Na, wer hat es zuerst auf? Ja? Mein Knippel auch noch. Ach, freue ich mich. Diesen Monat endlich mein Thema. Weil letzten Monat schon drauf gewartet. Aber letzten Monat war auch schon wieder eine Figur dabei, eine große. Ah, ist ein anders verpackt. Also, ich habe jetzt hier mal das alles aufgeknippelt und dann macht man das so auf. Und dann sind hier so eine nochmal einzeln verpackte Leckereien drin. Da werden wir gleich mal. Aber ein richtiges Doppelverpack. Ja. Sydney, guck mal hier. Schön vorsichtig, ne? Nicht, dass du dir wehtust. Eieiei. Na, scheint zu klappen. Ein großer. Ich bin ganz gespannt, wie die aussieht. Und? Rosa. Sehr ähnlich. Ah, klasse. Bisschen kleiner letztes Jahr, die war größer. Aber auch so ein schönes Rosa, ein hellrosa. Und die Blätter dazu. Ach, Kiki. Oh, ist die schön. Wie süß von Kiki. Ach, von Film. Kiki hast du was? Von Kiki der Film, eine Box. Oh, klasse. Mach mal auf. Oh. Und möchtest du so einen Keks haben? Ja. Ich auch. Lecker. Oh, die ist schön. Da freue ich mich. Oh, die sind rosa. Schön Porzellan. Die sind rosa mit Punkten. Aha. Müssen wir gleich mal nachlesen, was es ist. Und wie schmeckt's?
So gut. Ich muss probieren. Na, geh mal. Ja, also ist was Keksiges mit weißer Schokolade und hat schon so einen leichten Flavor nach, wenn man hier in so eine Asia-Shops reingeht, hat man doch so einen Geruch in der Nase. Und nach sowas schmecken die. Also so ein bisschen zumindest. Und was Würziges, ganz minimal leicht Blumiges. Also ich kann es gerade nicht so identifizieren, aber trotzdem ganz cool. Lecker. Sehr fein. Ja, Sidney macht die Kiki. Machst du nicht die Kiki-Dose auf? Doch. Ja, mach mal auf. Hier ist noch eine Plüschfigur mit dabei. Aber leider nicht von Kiki. Nee. Bruder und Schwester vielleicht? Keine Ahnung. Werden wir gleich mal sehen. Damit kann man ja bespielen, Bruder und Schwester. Ja, könnte man machen. Bin mal gespannt, zu welcher Serie die gehören. Das ist ein Anime. Cool. Das ist eine Lunchbox, ne? Oh, schön. Wie hieß denn? Ah, Chichi hieß die Katze bei Kiki's Super Service, ne? Ja. War das Chichi? Ja, auch ein ganz, ganz toller Anime für Kinder. Total gewaltfrei, also total schön zum Gucken. Ach, mega. Guck mal hier, da hat er noch so ein kleines Messer oder so. Süß. Wo? Hier an der Seite, ein Schwert. Finde ich total cool. Ach, freue ich mich. So, und jetzt kommt sie. Tada! Die Figur ist jetzt leer. Ach, wie cool, da ist ja noch eine kleine Gabel. Schön. Ja, da. So, dann machen wir mal die Figur. Das ganze Set. Aha. Ist ja auch schön. So eine kleine Lunchbox. Aber ganz schön klein. Ah, da kann man das hier so reinmachen, ne? Und dann den Deckel drauf mit der Gabel drauf. Super. Ja, wirklich. Ja, wirklich. Du kannst du damit in die Schule nehmen, ne? Wenn du in die Schule gehst, Sidney. Und wie du, was ist da? Oh, schön. Guck sie dir mal an, Schatz. Ne? Hier. Ganz richtig. Ach du meine Güte, hat die Spitze scharf. Ja. Das ist der Stab. Oh, lala. Mal gleich mal auch noch einen Rock gucken. Die Schlipper und der Po. Ja, das gehört ja auch dahin, oder? Du schießt mich gleich ab mit dem Stab. Die Schlipper. Ich sehe schon, ja. Die Schlipper. Aha, bei den letzten beiden Figuren hatten wir einen transparenten Ständer und jetzt ist es ein schwarzer. So, den packen wir aus und dann stellen wir sie gleich drauf. Und was ist das hier? Ein Schlüsselanhänger vielleicht? Pack doch den mal bitte aus zwischendurch. Ich wollte mal den hier in der Hand packen. Ach so, ja, mach mal. Kriegt man den denn bei dir in der Hand? Zeig mal. Ups, hält nicht. Ich stelle sie mal hin und dann können wir gleich nochmal gucken. So, jetzt steht sie gleich. Und? Also sie fällt das mit beiden Händen an. Ist sie nicht so, kriege ich es aber gar nicht dran. Sie fällt das mit beiden Händen an. Wieso ist der Stab so spät? Jetzt, guck mal, jetzt kannst du den Stab reinmachen, jetzt steht sie. Oh, schaut aber auch total schön aus, ne? So, jetzt kann ich ins Heft gucken. Genau. Nein. Ist immer mit dabei. Warum denn? Wir haben doch alles ausgepackt. Nee. Ich will doch wissen. Na, das sehen wir ja schon. Ich will doch wissen, was hier alles dabei ist. Strap Jojo Bizarre Adventure. Da gab es sogar mehrere Möglichkeiten. Ponyo! Und wir haben hier so einen dunklen bekommen. So einen.
Das. Au! Oh, jetzt hast du mich gepiekst. Das sag mal. Auf Versehen. The characters from JoJo Bizarre Adventure made themselves comfortable in this Hanami box to clean your phone screen. Ach so? Aha, damit kann man. Ach stimmt, hier hinten drauf ist so ein kleines Putzteilchen. Hahaha, das ist ja cool. Eine Bento-Box, genau. Kikis Delivery Service, die haben wir. Oder von Ponyo. Die grüne hätte es eventuell auch noch gegeben. Die grüne wäre aber auch cool gewesen, oder? Die Ponyo. Ist auch so ein toller Film. Aha. Hatsune Miku Sakura Version Plushie. Das war dann hier die kleine rosane Puppi. Da gab es auch verschiedene, so wie es aussieht. Und wir haben die, die das Auge zukneift. Every year for the blossom of Sakura, Hatsune Miku Sakura version goodies are released in Japan. This pretty little Miku plushie, out of three available, has a cherry tree pattern in the hair. It has just been released and it's perfect for spring Japanese atmosphere. Die ist aber echt total schön. So, dann haben wir hier noch unsere Crunchy Cherry Blossom Flavored Biscuits. Also das Blossom Flavored ist ja ist ein bisschen untergegangen dabei. Und dann haben wir noch die total schöne Schüssel. Sakura Pattern Tray. Give a cherry tree breath to your decor or meals with this pretty made in Japan Sakura tray. For example, you can use it to hold your tea bags after use or, as in Japan, to contain small garnish, potato salad, eggs, vegetables, etc. Ja, schön. Was ist ich krieg das nicht rein. Na, dann machen wir es gleich zusammen. So, und hier unsere schöne Puppi. Das nebenbei auspacken. Hier? Nee, pack's aus. Na, so schön schaut's aus. Du hast gesagt, nee, pack's aus. Nebenbei, habe ich gesagt. Und sie ist Saber Fate Extra Last Anchor Figurine. Give your Hanami extra theme and for the first time in your Nihon box we got you a Saber Figurine. Haben wir das festgemacht, das Mama? Hm, das kannst du doch auch machen. Ist ja ganz leicht, ne? Mhm. The Heroine of the Anime Fate Extra. The universe of the anime Fate Extra Last Encore is very popular in Japan and if you still don't know it, you can discover it on Netflix. Ach, auch cool. Könnte man ja mal gucken. Ach, also mega cool meine Box. Freue ich mich schon wieder. Unsere Box. Super. So, dann hat man hier hinten drauf bei der Broschüre immer total schön auch noch ein paar Infos zum Land erklärt. Und natürlich, wie man die bestellen kann. Ein bisschen was aus der Geschichte ist noch mit dabei. Und dann gibt es natürlich immer einen extra Preis. Also es gibt einen Gewinner, der wird aus allen gezogen, die die Box bekommen. Und die kriegen dann noch so einen extra Preis. Ich war da noch nie dabei. Aber wäre mal schön, wenn wir sowas gewinnen. Also auf alle Fälle hat sich die Box mal wieder super gelohnt. Tolle Sachen dabei, ich freue mich. Also ich weiß gar nicht, worüber ich mich am meisten freue. Die Schüssel. Das ist mein absolute Favorite. Und du, die Puppi? Die Figur? Und die Schüssel. Und die Schüssel? Das ja, ich und die gefreut. Zwei. Ja, ach, die sind ja auch total schön. Und der ach hier. So, ich sehe es gerade. Der hier, der ist ja auch gar nicht mehr mit in den Prospektchen aufgeführt. Der ist ein Bonus-Item. Der ist gar nicht bei jedem drin. Der ist bei uns drin, wahrscheinlich, weil wir die 6 Monate bestellt haben, die Box. Aha. Aber mega cool, ich freue mich. Der passt ja so cool mit der zusammen, oder? Ach, schön. Mir hat der hier am besten gefallen, am besten. Die zwei hier und die also alles, mit dem Schwert. Also alles. Na gut, mein Schatz, dann ach du meine Güte, haben wir alles meine Güte. Ausgepackt. Hier. Ach, deswegen ging es nicht. Hat noch so ein kleine Halterung gefehlt. Na dann. Sini, wir sagen jetzt tschüss, sayonara, bis zum nächsten Mal.
Ich verlinke euch, rutsche mal ein bisschen hier rüber zu mir. Hier und hier und hier und hier noch ein paar Videos von uns. Und hier. Weil wir packen ja noch ein paar weitere. Und abonniert unseren Kanal. Das ist wunderschön. Genau. Und wenn ihr die Glocke drückt, dann verpasst ihr auch kein Video mehr. Also, jetzt die Videos. Glocke ist unten. Und ihr könnt auch in der Kommentare schreiben. Genau. Da könnt und da könnt ihr auch viel mehr schreiben. Dann sagen wir jetzt tschüss. Wie gesagt, tschüss. Hier und hier und da und da. Nochmal die Videos von den letzten Unboxings. Und dann freuen wir uns, euch das nächste Mal wieder zu sehen. Bis tschüss. Dann. Tschüss. Sayonara. Sayonara. Tschüss.